Und es ist unsere Rechtsordnung, sie ist legitimiert, als ob sie darauf keine Rücksicht nehmen müssten. Und dann macht man einen Staat im Staat, allein schon die Begrifflichkeiten, Krieg, Friedensschluss, als ob man zwischen Staaten handelt. Die Frage vorhin, als Sie das geschildert haben, wenn ich vielleicht mal an der falschen Tür klingle in Brandenburg, erwarte ich nicht, dass mich jemand erschießt. Was geht denn einem Menschen vor, der früh um sechs hinter einer Tür steht, der eine Waffe hat, der eine Waffe hat, durch die Tür schießt, obwohl er nicht weiß, was dahinter ist, und jemand ums Leben bringt? Was das dann letztendlich ist juristisch, wie Sie darüber hinweggehen, in welcher Art und Weise, das ist, da muss ich ganz klar sagen, das ist etwas, was ich persönlich nur verurteilen kann. Da ist jemand gestorben, wahrscheinlich noch Familienvater, im Ausübung seines Dienstes. Ja, und da tut man hier so, der hatte Angst. Also ich kenne ziemlich wenig Brandenburger. Ich würde da gerne... Weil ich das vielleicht nicht verstanden worden bin. Ich finde, das kann ich mir nicht kennen. Weil ich kann nicht missverstanden. Also jetzt haben wir wieder, meine Herren, wenn ich das jetzt mal kurz auf den Punkt bringen darf, da habe ich mehr, da habe ich längere Luft. Wir haben ja, wenn wir jetzt wieder bei diesem Fall sind, dann sind wir wieder bei dem Fall und dann drehen wir uns im Kreis. Das wäre jetzt, aber die 325 Jahre Knast, die würde ich ganz gerne noch von Herrn Pittke an Sie stellen, Herr Kruse. Er hat mit seinen Vorwürfen doch ein bisschen recht, weil die 350 Jahre kommen doch irgendwo her. Ich kann das nicht so beurteilen, weil ich kenne nur die Statistiken der Hells Angels und von denen sitzen 18 im Gefängnis. So, die werden seit 10 Jahren oder länger doch sehr genau überwacht. Das habe ich mal durchgerechnet. Es gibt ungefähr 700 Hells Angels in Deutschland. Das heißt, 2,5% der Hells Angels sitzen im Gefängnis. Das ist viel. 1% der Bevölkerung insgesamt sitzt nur im Gefängnis. Da kann man also sagen, unter den Hells Angels gibt es deutlich mehr Straftäter, sonst würden die nicht im Gefängnis sitzen. Also das ist Ihre Rechnung, da muss man dazu aber auch noch sagen, Europol hat eine andere Rechnung. Die sagen, jeder Zweite in Rockerclubs organisierte ist vorbestraft. Ja, ich habe nur von den Hells Angels gesprochen und von denen, die im Gefängnis sitzen. Und wenn so intensiv ermittelt wird und so viele Straftaten vorliegen, denke ich, da müsste auch mal mehr rauskommen als diese wenigen. Und dann hab ich einfach mitgekriegt, das ist jetzt meine Beobachtung und da mache ich falsch liegen. Es gibt in allen Hells Angels Clubs eine ganz strikte Regel, dass der Drogenhandel untersagt ist. Jemand, der beim Drogenhandel erwischt wird von dem Club, fliegt sofort raus. Das nennen die Out and Bad Standing, dem wird dann die Kutte abgenommen. Es gibt ja diesen berühmten Fall in Kassel, da ist jemand bei den Hells Angels rausgeflogen, weil er mit Kokain gehandelt hat. Hinterher hat er sich hingestellt und hat gesagt, ich bin geläutert und ich bin ausgestiegen, hat dann noch ein Buch darüber geschrieben, das von vorne bis hinten gelogen ist. Und der ist rausgeflogen wegen Kokainhandels und behauptet jetzt, alle anderen handeln mit Kokain, nur er nicht. Und dann frage ich mich, wie kann sowas passieren? Wie kommt es denn, dass im Februar dieses Jahres die Hells Angels ein Chapter der Banditos aufgenommen haben mit nachweislich Mitgliedern, die im Drogenhandel verwickelt sind, die vorbestraft sind, gegen die Ermittlungen gelaufen sind und in diesem Bewusstsein diese Person in ihren Club aufgenommen haben? Da frage ich mich, wie das geht dann. Das wundert mich auch. Das handelt sich um diese türkische Gruppe, oder? Exakt. Und die sind voll übernommen worden und die sind einwandfrei in dem Drogenhandel verhaftet, sind entsprechend mit Vorstrafen, mit Vorerkenntnissen. Also es ist ganz eindeutig, dass sie im Drogenhandel. Ich möchte das gerne. Das wundert mich. Aber haben Sie sonst eine andere Gruppe von den Hells Angels in den letzten 10 Jahren mal gehabt mit Drogendelikten? Nicht eine Gruppe, aber einzelne Mitglieder, ja, die nicht rausgeworfen worden sind. Wissen Sie, wie viel? Ich kann nicht sagen, wie viel Zahlen, aber wir haben einzelne Beispiele. Ich weiß immer nur diesen einen Fall vor 10 Jahren. Da gab es einen. Aber wir reden Fall, ja nicht nur über Bandit. Wir reden ja nicht nur über Hells Angels, sondern Rocker umfassen große Clubs hier in Deutschland. Ich wollte es nur mal dafür. Ich möchte gerne auf den Punkt zurückkommen, den die Zuschauerin gesagt hat. Wir sollten eher an die Banker rangehen, weil wir haben mit den Rockern, wir sehen sie nicht. Organisierte Kriminalität sieht der Bürger nicht. Wenn ich mit der Mafia an einem Tisch sitze, sehe ich auch nicht, wie gefährlich sie sind. Aber wenn ich davon betroffen bin, wie 2006, als wir eine Schießerei in der Beusselstraße hatten und die Mitglieder einzelner Clubs aufeinander geschossen haben, am Tag in der Beusselstraße und in deren Schusslinie ein 13-jähriges Mädchen gestanden hat, dann interessiert es, glaube ich, schon jeden Einzelnen, auch von der Bevölkerung. Und das wird stillschweigend in Kauf genommen bei ihren Auseinandersetzungen, dass hier ein Kind, dass hier ein 13-jähriges Mädchen gegebenenfalls erschossen wird. Und damit haben wir tatsächlich den Bezug, es ist nicht eine kleine Gruppe, die irgendwo in ihrem Kämmerchen agiert, sondern es ist tatsächlich eine kriminelle einzelne Täter in einer Verbindung drin, die auch den normalen Bürger in die Gefahr bringt. Wie beispielsweise auch ein anderer hätte klingeln können an dieser Tür. Es war zufällig ein Polizeibeamter. Das 13-jährige Mädchen hätte tot sein können.
Es stand in der Schusslinie. Es wurde am offenen Tag offen auf der Straße geflammt. Das muss man sich mal vorstellen. Darf ich dem entnehmen, was Sie gerade gesagt haben? Das hat mir ganz gut gefallen. Ja. Wir haben unsere Clubs, alles gibt es. Aber Sie verurteilen nicht den Club im Ganzen, sondern Sie verfolgen die kriminellen Personen, die sich in diesen Clubs befinden. Ist das so richtig verstanden? Dass der Club keine kriminelle Vereinigung ist, der sich gebildet hat, um Straftaten zu begehen. Da wäre der Beweis zu führen, dass von Ihrer Seite, solange dass wir das ist. Nicht beweisen können, werde ich das hier nicht behaupten. Aber Sie haben es ja gerade gesagt. Wir werden es, nein, aber ich habe gesagt, es sind einzelne Mitglieder. Richtig. Und einzelne Mitglieder. Und wir vermuten dahinter, dass tatsächlich die Absicht steht. Die Vermutung ist aber noch kein Beweis. Das ist eben. Das ist und den Beweis gilt es zu führen. Aber da es hier eine hohe Abschottung gibt, wie im Bereich der organisierten Kriminalität, wird es für uns sehr, sehr schwer sein, dieses zu beweisen. Das ist okay. Ich kann aber Sie auch vermuten, was ich will. Ich darf Ihnen heute Abend übrigens sagen, dass die Hells Angels das Grundgesetz im vollen Umfang akzeptieren. Ja. Ja. Also, werden wir gleich weitermachen, Herr Berg. Jetzt sind erstmal unsere Zuschauer dran, Natascha. Ja, wir haben sehr unterschiedliche Reaktionen gehabt, eine muntere Diskussion hier an den Telefonen geführt. Herr Münzenberg aus Cottbus hat sich bei uns gemeldet. Er sagt, ich wohne in Cottbus, jeden Tag erlebe ich die Hells Angels. Jeden Tag werden hier Gastronome erpresst, das ist doch kriminell. Gut, dass man dabei ist. Oder wir haben auch eine Zuschrift bekommen von Petra. Warum werden alle Clubs über einen Kamm geschert? Es gibt auch Clubs, zu denen ich selbst Kontakt habe, bei denen der Spaß am Fahren an erster Stelle steht. Ohne Gewalt, aber dafür mit Frauen. Also wir haben hier viele Reaktionen gehabt. Ich würde fast sagen, das ist hier ausgeglichen. Hört auf, die Rocker zu kriminalisieren, beziehungsweise das ist wirklich auch eine Bande, wo die Polizei energischer vorgehen muss. Wolfgang Loof zum Beispiel. Es gibt kriminelle Vereinigungen, die sich nach außen hin als Motorradclub geben. Dass sie Lederkleidung tragen, spielt dabei keine Rolle. Daraus lässt sich aber nicht der Umkehrschluss ableiten, dass alle Motorradclubs kriminelle Vereinigungen sind. Genauso gut könnten die sich ja auch als Kegelclubs tarnen. Oder? Wir haben auch noch weitere Reaktionen. Maria Haberland, ich verfolge in den Zeitungen die Meldungen aus dem Rocker-Milieu. Wie kann Herr Kruse behaupten, die Rocker sind harmlos? Schließlich hebt die Polizei regelmäßig richtige Waffenlager in solchen Clubs aus. Vielleicht können Sie darauf antworten. Ich habe gesagt, die Rocker sind harmlos. Ich habe gesagt, es gibt... Ich werde ja nie sagen, dass diese Taten nicht stattgefunden haben. Ich weiß nicht, wie Sie zu Ihren Zahlen kommen, das würde ich gar nicht bezweifeln. Ich kenne diesen Club der Hells Angels und weiß, ihm werden bestimmte Sachen vorgeworfen. Und ich kenne viel mehr von dieser Clubs, die ich besucht habe, wo nicht ein einziger in den letzten Jahren straffällig geworden ist. Es gibt in Stuttgart einen Club, wo nicht ein einziger im Rotlichtmilieu ist. Das gibt es alles. Und die werden aber alle dann zusammengemengt, weil es einige gibt, die diese Straftaten begehen. Und ich sage ja, diese Straftaten müssen verfolgt werden. Und was Sie da mit dieser Schießerei gesagt haben, das kann man natürlich nicht dulden, das ist gar keine Frage. Aber ob man dann den Schluss ziehen darf und zu sagen, alle, die Mitglied dieses Vereins sind, sind Kriminelle, wie sie das ja tun, zumindest in all den Verlautbarungen, die ich jetzt gelesen habe, das stimmt einfach nicht. Und dann sind es einfach, dann beschimpfen sie Menschen und denunzieren sie als Schwerkriminelle, die es nicht sind. Das sind Leute, die morgens aufstehen und ihre Arbeit machen und die seit Jahrzehnten in diesen Clubs sind. Und wenn sie eben den Ansatz machen und sagen, ja, sie wollen doch versuchen, die Einzelnen aus den Clubs so gegen die zu ermitteln, das finde ich super. Das wäre endlich mal ein Ansatz. Da haben sie auch Unterstützung aus den Clubs. Das heißt, die gehen ja selbst dann auch gegen diejenigen innerhalb der Clubs vor, die zum Beispiel bei den Hells Angels mit Drogen handeln und schmeißen die raus. Frau Rudert guckt noch etwas skeptisch, aber ich meine, das ist ja keine Unterstützung gemerkt. Wir merken es selbst bei schlimmsten Straftaten, sprich, wenn man sich gegenseitig schwerst verletzt, dass die entsprechenden Mitglieder die Aussage verweigern, die Zusammenarbeit mit dem Staat verweigern, weil sie sich außerhalb der Rechtsordnung sehen. Also ich sehe da keine Zusammenarbeit. Und zum Thema, mit Sicherheit mag nicht jeder von den Mitgliedern Straftaten begehen, aber sie wissen darum, dass ihre Brüder Straftaten begehen und das Wissen darum reicht. Ich mache mich auch schon zum Mittäter, wenn ich weiß, dass meine Freunde gerade eine alte Oma da ausrauben. Natürlich, also es muss ja nicht ein Indiz sein, Wieder unterstellen Sie, dass alle Mitglieder dieser Clubs wüssten, dass ein einzelner Straftaten begeht und würden das verschweigen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die diskutieren das doch auch in ihren Clubs. Und ich finde es nur so schwierig, dass sie versuchen, alle damit zusammenzumischen. Das haben wir jetzt geklärt. Ich würde gerne die Zuschauer noch... Solange sich Mitglieder nicht davon distanzieren, ja, müssen sie sich gefallen lassen, dass wir sie auch dafür verantwortlich machen. Sie kennen doch diesen Chorgeist in ihren eigenen Reihen auch, wie Amnesty International festgestellt hat. Dann
dann streichen wir den das doch nicht ab. Und ich darf ihn übrigens auch... Also das eine mit dem anderen aufzuwenden, ist auch mal ein bisschen schwierig. Ich darf ihn aber bestellen, wenn Sie Interesse haben. Kann man bestimmt mal ein Treffen auf neutralen Ort mal arrangieren. Eine Reaktion hätten wir noch. Vielleicht auch noch was in der Diskussionsrunde weiter besprochen werden kann. Katharina Stubenrauch hat uns eine Mail geschrieben. Wer sich die Rockerbanden anschaut, erkennt, dass diese einen rechtsfreien Raum anstreben, einen Ort, wo sich Normalos nicht hintrauen und auch die Polizei lieber einen Bogen drum macht. Ich finde, sowas können wir nicht uns länger bieten lassen. Die Rockerbanden sollten verboten werden. Also dann lassen Sie uns doch jetzt tatsächlich über diesen Vorschlag der Zuschauer noch mal sprechen. Herr Pethke, Sie sagen ja auch, kriminelle Rockerclubs müssen verboten werden. Glauben Sie dann, das werden dann alles bürgerliche Biker? Nein, überhaupt nicht. Aber eins ist doch festzustellen, und das zeigen doch auch die Zahlen, nicht nur bei den Verurteilungen, sondern vor allen Dingen bei der Mitgliedschaft. Der Staat hat in der Vergangenheit zwar hingeschaut, aber wir konnten trotz aller Anstrengungen eben dieses Problem nicht eindämmen. Und was jetzt an Friedensschluss da ist, dient aus meiner Sicht nur, um die Öffentlichkeit zu täuschen. Und im Stillen gibt es eine Aufrüstung. Eine Aufrüstung, was die Mitgliedschaft betrifft, eine Aufrüstung, was die Waffen betrifft. Dann lass uns das mal konkret machen. Also das war ja, was Herr Kruse sagte. Irgendwann wird es wieder aufbrechen. Was Herr Kruse sagte, also wenn wir 60, sagen wir mal, wir haben 50 Mitglieder in einem Club. Wenn da 5 oder 10 oder 15 kriminell werden, muss der ganze Club dann verboten werden? Was ist das, wo ist das? Wenn es eine so hohe Anzahl von Kriminellen, und das sind schwere Straftaten, wir reden hier nicht über Ladendiebstahl. Ja, wir reden jetzt über die Zahl. Also, wenn es eine so hohe Anzahl von Kriminellen, die schwere Straftaten begehen, gibt und die anderen das decken, und es gibt ja in den Rockerclubs eine ganz straffe Hierarchie, und es ist vollkommen absurd, das Ganze mit der Polizei zu vergleichen, dann muss das verboten werden. Und wir haben sehr gute Erfahrungen. Also auch bei 5 oder bei... Wissen Sie, Frau Rudert nickt und Sie wollen mir keine Zahl sagen. Die gehen doch her und nutzen unser Vereinsrecht. Der Kegelverein ist doch angesprochen worden. Der Kegelverein dient dem Kegeln und dass man gute Laune hat und eine schöne Zeit miteinander verbringt. Diese Vereine dienen dazu, dass man nach außen hin eine Hülle hat, die rechtlich fundiert ist, dass man sein Geld verdient mit illegalen Methoden. Also und ein Staat, der sich dieses bieten lässt, der gibt einfach das Gewaltmonopol auf. Was bedeutet das denn für die Polizeiarbeit, wenn denn die Clubs verboten würden? Dann gehen die doch wahrscheinlich in den Untergrund. Macht das Ihre Arbeit nicht viel schwieriger? Das macht unsere Arbeit überhaupt nicht schwer, weil diese Clubinsignien ein sehr großer Teil der Machtdemonstration sind und der darauf folgenden Machtkämpfe. Es geht hier um Macht und Ehre auch natürlich. Und es geht auch um gewisse Reviere in den kriminellen Bereichen, aber es geht um Macht und Ehre. Fallen diese Insignien weg, fallen auch ein Großteil der Auseinandersetzung weg. Wir haben es in Neumünster und in Flensburg gesehen. Als sie verboten worden sind, war relative Ruhe erstmal danach. Es war sofort die Ruhe und es ist immer noch eine große Ruhe, weil man sich in der Öffentlichkeit nicht so zeigen kann. Und die kriminellen Geschäfte, die von einzelnen Mitgliedern und zum Teil auch von einzelnen Clubs gemeinsam dort ausgehen, die werden mit Sicherheit auch nicht unter Tragen der Kuttele ausgetragen. Die finden eh im Verborgenen statt. Also für uns würde es die Arbeit nicht schwerer machen. Für uns würde es die Arbeit erleichtern in dem Sinn. Und es würde der Öffentlichkeit gezeigt werden, dass sich keiner außerhalb der Rechtsordnung in Deutschland stellen kann. Wir haben noch eine knappe Minute. Ich würde Sie beide gerne noch dran nehmen. Erste Frage an Herrn Kruse. Ist das tatsächlich so schlimm für Rocker, wenn die ihre Kutte nicht tragen dürfen? Also die Jungs, die ich kennengelernt habe, die würden, glaube ich, ohne ihre Kutte genauso wirken wie mit Kutte. Herr Berg, ganz kurze Antwort. Was würde ein Verbot bringen? In meiner Sicht nichts. Wäre einfach ungerechtfertigt. Ist eine Diskriminierung und eine Verfolgung von einer Menschengruppe, die sich zusammengefunden hat. Und ich möchte bloß zum Herrn noch was sagen. Also tut mir leid, dass der heute da war. Da redet wieder Blinde vom Licht. Sie haben überhaupt keinen Bezug zu der Sache. Aber nett, dass Sie da waren, muss ich sagen. Es war eine Bereicherung. Also das ist doch mal ein markantes Schlusswort. Ich war froh, dass Sie alle da waren. Ich fand die Diskussion sehr befruchtend. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion. Vielen Dank für Ihr Interesse hier im Studio. Vielen Dank für Ihr Interesse zu Hause. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommenden Dienstag 21 Uhr wieder einschalten zu Klipp und Klar. Bleiben Sie gesund und munter. Tschüss.